Das war richtig. Noch ein Reparaturterminal. Dann haben wir hier ein Lager. Hatten wir doch gerade schon. Was haben wir hier? Ein Handelsterminal. Jawohl, das ist ein sehr wichtiges Terminal. Hier können wir kaufen und verkaufen zu festgelegten Preisen. Zum Beispiel Munition. Da kann man sich dann angucken. So ein Stückchen Munition, so ähnlich wie wir das haben. Ja, nein, wir haben sowas hier. Das sind also für Lasergewehre. Und dieses hier sind also für mechanische Gewehre. Dann gibt es noch... ja, das kriegen wir später. So, so ein Teil kostet 1 Cent oder noch weniger als 1 Cent, weil wir können hier 10.000 kaufen für 1 Entropia-Dollar. Da wir kein Geld haben, können wir nichts kaufen. Was kann man hier alles kaufen? Die einfachste Ausrüstung immer nur. Ein paar Rüstungsteile zum Beispiel. Dieses kostet 3,70 für Männer und für Frauen. Das sieht alles ein bisschen anders aus. Gesichtsmaske kostet 1,85. Ja, die Frauen erschrecken wahrscheinlich die Monster damit und die Männer auch. Jetzt haben wir hier eine männliche Maske. Dann haben wir Handschuhe für 1,85. Dann ein Brustschild für die Damen, ein wenig in anderer Proportion als für die Herren. 5,55. Shinguards, das sind also die Beinschoner. 1,85. Die Thick, also die Hüftschoner, da die Oberschenkel. 3,70 und dann noch ein paar Schuhe. Die kosten dann 1,85. Sehen aus wie von einer bekannten Sportschuhfirma. Okay, was kann man hier noch kaufen? Waffen. Solomed Opalo 3,80. Ein M2100 für 2,20. Hier kann man dann sich auch die Informationen dazu anschauen, was zum Beispiel so ein Gerät für Munition braucht. Detailinformationen anschauen, ist eine Laserfernwaffe und naja, hier stehen also wirklich alle Sachen. Man braucht Weaponsets, also so eine Art Batterien dafür. Und dann wieder auf Englisch und mal auf Deutsch. Gut, das ist alles hier. Dann haben wir ein Survival and Blade, irgendwie ein Messer und ein Schwert. Ja, auch damit kann man hier kämpfen. Und dann noch so Kampfhandschuhe. Es gibt hier richtige Boxwettkämpfe ab und an. So ein Kampfhandschuh kostet 17 Dollar. Für Bergbau könnte man hier für 2,40 so ein ähnliches Gerät kaufen, wie wir es schon haben. Man könnte hier so eine Survey Probe kaufen, womit wir halt... wie wir das ja schon in dem Tutorial gemacht haben, Rohstoffe entdecken können und dann halt ein Excavator, der also die Rohstoffe fördert. Wunderbar. Werkzeuge in Westafo ES100. Ach ja, ich kann mir das doch eigentlich mal angucken, was das hier für ein Gerät ist, das VSEMK. Das VSEMK, The Vibrant Sweat Extractor, VSEMK is the first practical tool for safety extracting code life, is known as Vibrant Sweat. Ja, die ganze Wirtschaft hier auf Calypso ist darauf aufgebaut, dass man von den Tieren Schweiß extrahieren kann mit diesem Gerät. Und diesen Schweiß kann man dann verkaufen. Früher ging das nur auf dem Straßenmarkt. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt schon in die Auktionshallen mit eingebracht haben. Dieser Schweiß kann dann zusammen mit einem anderen Rohstoff zur Mind-Essenz verarbeitet werden. Mind-Essenz ist dieses hier. Das ist eine Waffe für... Das ist eine Munition für eine geistige Waffe. Man kann auch mit dem Geist irgendetwas machen.
die Apokalypse, wenn man dafür gut ausgebildet ist. Natürlich, wenn man die Fähigkeiten beherrscht. So, hier steht dann also, wie man das benutzt. Das können wir dann ja nachher mal... Okay, dieses Gerät arbeitet nur mit Tieren und nicht auf Mutanten, Roboter und andere Bewohner oder andere menschliche Bewohner. Ein Refiner, Destructor und Decoy. Ein Refiner ist auch etwas Wichtiges. Der kann nämlich diese Rohstoffe, die wir hier haben oder hatten, wir haben sie jetzt abgelegt, in unserem Lager. Da wird also das Erz aufbereitet zu Barren mit diesem Gerät. Was ist das hier für einen Destructor? Das für 860 ein Decoy. Ja, muss man alles mal wieder lernen, ne? So, dann haben wir hier Erste-Hilfe-Pakete, die man sich kaufen kann für 9 Dollar. Damit kann man sich heilen, wenn man will. Und da gibt es einige. Hier ist zum Beispiel ein Medikament, was man sich spritzen kann gegen Radioaktivität. Das braucht man an manchen Stellen hier. So, was haben wir hier noch? Ein Enhancer Component. Ach du Jemine. Rookie Weapon Cell. Die haben wir doch schon. Und so eine Waffe, die wir auch schon haben. Wunderbar. New Arrivals Equipment Mining. Rookie Finder, den haben wir doch schon. Der kostet 6, das ist ein billiges Teil, gell? Earth Excavator und ein Refiner. So, und dann haben wir noch ein Anfänger Health Pack. Kostet genauso viel wie das. Ja, okay, das ist also empfohlen für die Neulinge hier, so wie ich einer bin hier. Okay, das ist das Handelsterminal. Da kann man zu festgelegten Preisen handeln, kaufen. Man kann ja gar nicht handeln.